Hallo, einer meiner spannendsten oder Lieblingsthemen ist, das klingt jetzt ein bisschen banal, der Stab des Mose. Warum eigentlich? Also man könnte auch fragen, was haben Himmelfahrt, die Königin Elisabeth und Moses Stab miteinander zu tun? Das würde jetzt zu lange dauern, um das alles zu beantworten, aber die Frage kann man sich ja mal stellen. Also Himmelfahrt, das können wir relativ leicht klären. Vielleicht Himmelfahrt ist ja nicht nur irgendwie so Vatertag. Also Jesus geht zum Vater und danach kommt Brückentag. Jesus ist die Brücke zwischen Gott und den Menschen und so. Das kann man alles sagen, das ist richtig. Aber eigentlich ist ja der Himmelfahrtstag die Inthronisation Jesu. Jesus setzt sich dann doch endlich zur Rechten Gottes. Er ist jetzt da angekommen und wird eingesetzt. Und laut der Heiligen Schrift wissen wir, dass er außer den Kosmos zu regieren auch noch andere Dinge tut, zum Beispiel für uns beten. Das ist doch schon mal super, für uns eine Wohnung zu bereiten und den Heiligen Geist auszugießen. Das tut er jetzt für dich und mich in diesem Moment oder ist bereit, das zu tun und wir dürfen uns darauf einlassen. Aber das Himmelfahrt ist eigentlich die Krönungsveranstaltung. Und wenn du im Fernsehen mal die Krönungsveranstaltung der Königin Elisabeth gesehen hast, dann siehst du, das ist eine richtig bombastische Nummer. Da passiert viel, das ist stundenlang. Man weiß, dass die Adligen, die da waren, unter ihren Roben sich Stullen und Essen versteckt haben, was sie eigentlich gar nicht durften, damit sie das stundenlang aushalten, nicht ohnmächtig werden. Aber wir sehen an dieser Krönungszeremonie sehr viel, das kommt ja viel aus dem Mittelalter und das wiederum hat die Wurzeln in der Heiligen Schrift. Also dass der König gesalbt wird zum Beispiel und so weiter. Und natürlich spielt da etwas eine Rolle, wenn man sich die Bilder anguckt, dann bekommt sie den Reichsapfel und dann bekommt sie ein Zepter, einen Stab in die Hand und zu einer bestimmten Phase hat sie sogar zwei in der Hand, Stecken und Stab. Und das erinnert uns natürlich an Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich. Und da ist so der erste Hinweis, trösten, aha, Heiliger Geist, ne, Salbung. Aber auch der Stab ist ein Zeichen oder ein Instrument der Autorität Gottes. Da brauchst du nur an die Teilung des Roten Meeres zu denken. Das macht Mose nicht mit seinen Worten, sondern einer Glaubenshandlung, den Stab auszustrecken, seinen Stab. Und dass das nicht nur meine Erfindung ist, sondern dass tatsächlich ein Motiv in der Bibel ist, das sehen wir in Psalm 110, Vers 2. Das ist einer der meistzitierten Psalmen im Neuen Testament. Psalm 110, Vers 2. Ich lese das hier kurz vor. Jahwe, der Herr, sprach zu meinem Herrn: Den Stab deiner Macht wird Jahwe aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das ist ja fast trinitarisch. Und Jesus zitiert diesen Psalm, als es um die Frage geht, ist der Messias der Sohn Davids? Und hier sehen wir schon, dass hier Gott dem Messias Macht übergibt mit diesem Stab. Und zwar den Stab deiner Macht, heißt es ja. Und Gott wird ihn ausstrecken. Das heißt, das ist die Exekutive des Willens Gottes. Und was ist die Exekutive des Willens Gottes? Was ist diese Autorität Gottes? Das ist für uns im Neuen Testament der Heilige Geist zum Beispiel. Deswegen sage ich, Psalm 110, Vers 2 ist für mich eine wunderbare trinitarische Bibelstelle. Ja, was hat das jetzt mit dem Stab Mose zu tun? Also Himmelfahrt, Regentschaft. Wie regiert Jesus? Natürlich durch den Heiligen Geist. Seit Pfingsten, da wird das vollstreckt und wir als Gläubige werden in diese Herrschaft einbezogen. Und als königliches Priestertum betonen wir oft das Priestersein, also das vor Gott stehen dürfen, Zugang zur Gnade haben. Und das ist auch richtig so. Aber wir dürfen das königlich nicht vergessen. Wir sind Königskinder. Wir regieren, so heißt es ja an manchen Bibelstellen, auch mit. Das heißt, wir üben auch Autorität Gottes aus. Nach dem Vorbild Jesu und nach dem, was wir in der Heiligen Schrift sehen. Und dazu gehört, dass zum Beispiel der Stab des Mose ist dafür eine gute Illustration, ein Instrument. Überleg mal, als der Mose berufen wird, was passiert da an dem Dornbusch? Da hat er sozusagen einen Crashkurs in Autorität. Und Gott geht das mit ihm durch. Sagt, was hast du in der Hand? Stab. Ja, lass mal fallen. Ja, fallen lassen kann ich. Okay, das geht. So. Dann
wird es schwierig, dann wird daraus eine Schlange und dann sagt er, fasst die Schlange am Schwanz. Das ist schon Schritt 2, das ist schon ein bisschen größere Herausforderung, das zu machen, aber Mose tut es und dann wird es wieder ein Stab. By the way, das kann natürlich immer sein, dass auch in unserem Leben, wenn es um Berufung geht, das, was wir tun sollen oder in die Hand bekommen, für uns ein bisschen ein Schreckensmoment hat oder die Herausforderung schon in sich birgt. Aber für Mose war das deshalb wichtig, weil er ja am Hof des Pharao genau das nachher tun musste, wo die Schlange dann die anderen Schlangen gefressen hat und was eben auch zeigt, ja, das können die ägyptischen Priester auch irgendwie, Stock in Schlange, das ist für uns eine leichte Übung. Also die geistlichen Widerstände sind da schon und trotzdem wird ja an der Geschichte deutlich, Gottes Macht, Gottes Autorität ist größer. Schauen wir uns mal ein paar andere Stellen an, die das ein bisschen illustrieren. Also, Mose nahm also, und dann heißt es in Exodus 4, 17, sagt Gott zu ihm, nimm diesen Stab in deine Hand. Und dann ist das passiert, was ich sagte. Und dann in 4,20 heißt es dann einfach nur, Mose nimmt seine Frau mit sich und dann gehen sie nach Ägypten zurück. Und dann heißt es extra, und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Guck mal, jetzt ist es auf einmal ein Stab Gottes. Total spannend. So, und es geht weiter. Das heißt, sie kommen nach Ägypten und dann gehen sie zum Pharao hinein und heißt es dann, Exodus 7, Vers 10, inzwischen hat Mose Aaron getroffen und es gab schon ein bisschen hin und her Widerstand und dann kommt die Sache mit der Schlange. Spannend ist, dass auch Aaron einen Stab hat und dass auch Aaron diese Lektion lernt. Auch Aarons Stab wird zur Schlange. Und frisst dann die anderen. Das heißt, auch hier ein Zeichen der Autorität von beiden eben. Als die Plagen losgehen, ab Kapitel 7, 15, sagt Gott ja zu Mose und Aaron, geh zum Pharao und wenn du siehst, dass er da am Wasser steht, dann am Nil, dann nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deine Hand. Also wieder diesen Stab der Autorität und dann geschieht es. Also, und so geht es dann weiter. Dieser Stab spielt also immer mal wieder eine Rolle als Sinnbild der Autorität Gottes und dann natürlich das nächste Mal, wie ich schon gesagt habe, am Roten Meer, wo sich das dann teilt. Noch ein Bild, der Kampf gegen die Amalekiter. Ich weiß, das ist schwierig hier, schwieriges Verhältnis, Gott und die Amalekiter. Aber das ist eine andere Frage. Da sagt Mose einfach nur, Josua soll kämpfen und ich als alter Greis inzwischen stelle mich auf den Gipfel des Hügels mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Also hier ist das, und das ist vielleicht für uns nicht unwichtig, ein Zeichen von Autorität im Gebet. Das heißt, die Geschichte kennen wir ja vielleicht. Solange der Stab hochgehalten wird, siegen Josua und seine Truppen. Das heißt, bildlich gesprochen, das Gebet, die Autorität im Gebet entscheidet die geistlichen Dinge. Also soll uns ermutigen zum Gebet. Dann sehen wir in 4. Mose in Numeri 20 die Geschichte, wo das Volk murrt. Und hier ist eben ja das Schöne einerseits, das Tragische andererseits oder die Botschaft für uns, dass wir uns nicht immer nur auf Altbewährtes verlassen sollen. Was will ich damit sagen? Altbewährtes. Da geht es darum, dass es kein Wasser gibt, das Volk murrt und da sagt Gott, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab an dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Also hier ist Mose gehorsam. Aber was tun sie? Oder was tut Mose? Ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist, aber vielleicht hat er gesagt, sprechen, das ist peinlich, red doch nicht mit dem Felsen. Und das ist auch die Herausforderung. Den Stab, das war er inzwischen gewohnt, das wusste er, das wird klappen.
Und es heißt deshalb, vielleicht deshalb, das ist jetzt nur meine Interpretation gewesen, Mose hob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Negativ, ah, Mose, du hast diesen Glaubensschritt nicht hinkriegen können, das tut uns leid. Positiv aber, das, und das sollte uns, vor allem die wir im geistlichen Dienst sind, trösten. Gott ist nicht beleidigt, oh, gibt es halt kein Wasser, Pech gehabt, hast halt deine Leute umgebracht, sondern er handelt trotzdem. Gott ist eben größer als unser Glaube, Gott ist barmherziger und gnädiger als das, was wir zu bringen haben. Sehr wichtige Botschaft. Bevor ich schließe, einfach noch ein paar Bibelstellen, die das untermauern, damit ihr seht, das mit dem Stab ist nicht nur mein Ding, sondern das kommt in der Schrift immer wieder vor und es hat was mit Autorität zu tun und auch mit geistlicher Konfrontation in diesem Falle. David und Goliath kennen wir auch und David geht ja nicht in eigener Autorität, es ist ja Gott, der das macht, aber es heißt in 1. Samuel 17, 40, dass David einen Stab mitnahm. Und dann diese Steine aus dem Bach geholt hat. Ist vielleicht nur ein Hinweis, hat vielleicht nichts zu sagen, aber ich fand das als Illustration oder als Bild sehr schön. Ja, dann Elisa und sein Knecht Gehasi. Da geht es darum, da ist jemand gestorben, ein Toter soll auferweckt werden. Und auch Elisa geht den Weg des Bewerten, wie Gott handelt eben, ne? Und sagt seinem Knecht, ah, ich bin schon ein bisschen alt, geh du mal hin, nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin und geh einfach schnell hin und dann lege diesen Stab auf das Gesicht des Jungen. Aber es passiert nichts. Das heißt, Elisa muss selber hingehen und erst dann, wenn er selbst hingeht und sich mit der Situation selber identifiziert und nicht von ferne kommt, geschieht das Wunder. In Jeremia 48, 17, Micha 7, 14 und Sacharja 11, 10 und Sacharja 11, 14 finden wir weitere Hinweise auf Autorität und den Stab. Jetzt wird sich jeder berechtigt fragen, na, wie ist das im Neuen Testament? Gibt es da auch irgendwelche Entsprechungen? Ich meine ja, aber leider nicht so viele, wie man sich wünschen würde. Als Jesus die Jünger aussendet, und das ist ja auch eine Frage von geistlicher Autorität, da geht es um Heilung, um Befreiungsdienst und so weiter, da heißt es beim ersten Mal in Markus 6, 8, er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel etc. Also in Markus 6, 8 ist es so, nimm nur für diese Sache, für diesen Trip, für diesen Einsatz, nimm nur einen Stab mit. Ich vermute, dass Jesus ihnen genau das zeigen wollte. Das ist deine einzige Autorität und Legitimation, dein Vertrauen auf Gott. Und dass du weißt, das, was er dir gibt. Und man muss immer bedenken, es war ja noch nicht Pfingsten. Ne? Also das war sozusagen das Sinnbild oder das zum Anfassen als Ersatz und Hinweis auf die geistliche Autorität. Bei Matthäus und Lukas heißt es dann auch später, ich nehme an, dass es vielleicht eine andere Aussendung ist oder ansonsten muss man das dann irgendwie anders erklären. Da heißt es, dass sie auch keinen Stab mitnehmen sollen. Zeigt uns aber, dass, oder mir zeigt es, dass in der Schrift gezeigt wird, dieser Stab hat etwas mit der Autorität und Kraft Gottes zu tun und mit unserer Berufung. Was ist die Übertragung hier? Ich schließe mit einer wunderbaren Bibelstelle aus 4. Mose 17 und der Parallelstelle Hebräer 9, 14. Da geht es darum, um den Aaronsstab, der jetzt wieder eine Rolle spielt. Und zwar, Aarons Stab soll sprossen, heißt es da. Und das heißt, so werde ich vor mir das Murren der Kinder Israels zum Schweigen bringen, mit dem sie gegen euch murren. Also ein Zeichen von Gott. Also da gibt es irgendeine Rebellion und das finde ich interessant, dass Gott dieses Zeichen gibt, damit die aufhören zu meckern und aufhören gegen Mose und Aaron Rebellion zu machen. Was ist das Interessante daran? Dieser Aaronstab kommt später als Zeichen
des Handelns Gottes und der Autorität Gottes in die Bundeslade. Da sind ja die 10 Gebote, da ist ein goldener Krug mit Manna und der Stab des Aaron. Diese 3 Dinge, das Wort Gottes und die Zeichen seines Handelns, seiner Versorgung und seiner Autorität und seiner Gnade sind da drin. Das sollten sie sich vergegenwärtigen. Für mich ist dieser Stab ein Sinnbild für uns oder das uns helfen kann. Denn dieser Stab ist tot, totes Holz. Der hat kein eigenes Leben, keine eigene Kraft. Der kann nicht Blüten und Früchte hervorbringen. Das heißt, dass er nicht nur Blüten hervorbrachte, sondern auch Früchte. Das heißt, Gott hat diese Sache selbst initiiert. Und das soll uns etwas sagen über unseren eigenen geistlichen Dienst, über unsere eigene geistliche Kraft. Es kommt nicht darauf an, ob du jetzt gerade dich mit großer Autorität ausgestattet fühlst oder kräftig fühlst oder wie auch immer, sondern das, was du hast, und letztendlich hat es ja mit einem Alltagsgegenstand begonnen, einem Hirtenstab, letztendlich ist dieses, was vielleicht tot ist und nicht lebendig ist, dass Gott das benutzt, um große Taten zu tun einerseits und auch zu zeigen, ich kann auch aus diesem toten Holz Leben hervorbringen. Und das soll dich trösten. Ganz egal, wie viel oder wie wenig du hast, du musst es nur ihm zur Verfügung stellen. Und vielleicht da, wo Gehorsam oder Dinge gefragt sind, das benutzen. Deine Gaben, deine Talente, aber auch explizit deine geistliche Autorität wahrnehmen als Mitglied des Hofstaates, als Mitglied der königlichen Familie, wenn wir beten, wenn wir für Kranke beten, wenn wir Land einnehmen, wenn wir Menschen zu Jüngern machen und so weiter und so fort. Also schau nicht auf deine Schwäche, schau nicht auf das tote Holz in deiner Hand, sondern überlege, was Gott daraus machen kann. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Der Stab Mose, die Himmelfahrt, Gott ist in Kontrolle, er betet für dich, er bereitet für dich eine Stätte und er ist bereit, dich mit dem Heiligen Geist immer wieder zu erfüllen. Lass es zu und warum nicht jetzt gleich.